In diesem Video wollen wir uns mit den Einsatzfeldern von Gasturbinenkraftwerken beschäftigen. Also, wo kann man Gasturbinenkraftwerke einsetzen? Was sind die besonderen Eigenschaften? Also typischerweise in modernen Energiesystemen für die elektrische Energie erzeugen werden Gasturbinen oder Gasturbinenkraftwerke eingesetzt zur Abdeckung der Spitzenlast. Das liegt einfach daran, dass Gaskraftwerke sehr schnell große Energiemengen bereitstellen können, also sehr schnell ihre Leistung verändern können. Das unterscheidet sie sehr stark von den Dampfkraftwerken, die deutlich träger sind durch das Medium Wasser oder Wasser und Dampf. Dadurch, dass wir bei den Gaskraftwerken nur das Gas mit dem Brennstoff haben, sind sie sehr flexibel in der Einsatzgeschwindigkeit und können innerhalb von wenigen Sekunden ihre Leistungsfähigkeit verändern, was in volatilen, also in Energiesystemen mit volatilen Energieerzeugungsanlagen wie Windenergie oder auch Photovoltaik, bieten sich diese Gasturbinenkraftwerke einfach an, weil sie diese Schwankung der volatilen Kraftwerke sehr schnell ausgleichen können. Zweiter Einsatzfeld ist in Kombinations- oder GUD-Kraftwerken. Kombinationskraftwerk. Das heißt, man nutzt die Abwärme, der aus dem Austritt nach der Turbine. Das Gas hat ja immer noch Temperaturen von 500, 600 Grad Celsius bei Atmosphärendruck. Und diese Abwärme kann man noch nutzen, um damit einen Dampfkreislauf anzutreiben. Das heißt, man hat also damit dann sogenannte GUD-Kraftwerke. Das sind Gas- und Dampfkraftwerke. Man kombiniert also beide Kraftwerkstypen, das Gaskraftwerk mit einem Dampfkraftwerk, und die Wärmequelle bei dem Dampfkraftwerksteil kommt aus dem Abgasen des Gasturbinenteils dieses Kombinationskraftwerks. Der dritte Anwendungsfall ist in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also sogenannten Blockheizkraftwerken, also Kraft-Wärme. Dann kann man auch sagen, eben Kältekopplung. Das heißt also, man verknüpft oder man nutzt Gasturbinenkraftwerke in sogenannten Blockheizkraftwerken, abgekürzt BHKW, Blockheizkraftwerk. Das heißt also, dass die Systeme einen Brennstoff nutzen, typischerweise Gas, verbrennen den in einer Gasturbine zur elektrischen Energieerzeugung, und die Abwärme wird genutzt, um damit Wasser zu erhitzen, was dann für die Wärmeversorgung von Gebäuden verwendet wird. Auch das ist ein typisches Einsatzfeld von Gasturbinenkraftwerken. Was muss nun berücksichtigt werden beim Betrieb? Wir haben auch da vielleicht der Vergleich zu den Dampfkraftwerken, insbesondere zu den Kohlekraftwerken. Der Vorteil ist, bei Gasturbinen, es gibt quasi, aber das ist eine sehr schadstoffarme Verbrennung. Also, das man als Eigenschaften bezeichnen von Gasturbinen oder Gaskraftwerken. Durch die hohen Temperaturen und an dem Einsatz insbesondere von Erdgas haben wir auf der einen Seite eine schadstoffarme Verbrennung. Schadstoffarme Verbrennung des Gases. Das heißt, es treten quasi im Rauchgas haben wir keine Schadstoffe oder quasi keine Schadstoffe. Wenn wir schwefelfreies Erdgas verwenden, und das ist so der Standard, haben wir keine Schwefeloxidemissionen. Das heißt, hier entstehen also keine Schwefeloxidemissionen. Und auch bei einer
Bei einer vollständigen Verbrennung kann es zwar zu Stickoxiden kommen, also NOx, dies aber zu begrenzen gilt. Das heißt also bei NOx, also den Stickoxiden, wenn man die Temperatur, die Verweilzeit in den heißen Zonen innerhalb der Gasturbine reduziert, dann lässt sich auch der Anteil an NOx in den im Abgas verringern. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Behandlung von den Stickoxiden. Weitere Schadstoffe wie das Kohlenmonoxid, also CO oder andere oder weitere Kohlenwasserstoffe treten auch praktisch nicht auf oder mit einer sehr geringen Konzentration. Und was wir auch nicht haben, wir haben keine Rußbildung. Wenn wir Gas verbrennen, also Methan, bei einer Ölverbrennung ist die Rußbildung minimal, aber auch deutlich geringer als bei entsprechenden Kohlekraftwerken. Von daher lässt sich dort ist der Aufwand der Abgasreinigung deutlich verringert. Das macht die Gaskraftwerke sehr attraktiv, weil einfach keine aufwendigen Abgasreinigungseinrichtungen benötigt werden. In dem oben dargestellten Beispiel ist es so, dass der Wirkungsgrad dieses Gaskraftwerks, was wir uns hier angesehen haben, lediglich im Bereich von 20-25% liegt, also relativ klein ist, dadurch, dass wir hier noch keine Optimierung vorgenommen haben. Man kann nun einige Optimierungen noch vornehmen, eine Vorerwärmung der Luft zum Beispiel, sodass wir dann auf einen Wirkungsgrad kommen, der im Bereich von ja, 40-50% ist, also der Wirkungsgrad von modernen Gaskraftwerken liegt im Bereich von ja, ungefähr, sagen wir mal 40%, vielleicht auch 45%. Der lässt sich noch ein bisschen steigern. Man muss aber entsprechend hohe Temperaturen erreichen, ein hohes Druckverhältnis erreichen. Das heißt, dass das Verhältnis des Drucks nach der Kompression beim Eintritt in die Turbine bezogen auf den Umgebungsdruck, da muss das Ziel sein, das Druckverhältnis zu vergrößern, Vorerwärmung der Luft und dann lassen sich entsprechende Wirkungsgrade erreichen, die vergleichbar sind mit konventionellen Dampfkraftwerken. Noch effizienter ist die Verknüpfung des Gaskraftwerks mit einem Dampfturbinenteil. Das heißt also, unsere GUD-Kombinationskraftwerke, die haben einen Wirkungsgrad von 50-60%. Welche Rolle können nun Gaskraftwerke in einem künftigen Energiesystem spielen? Die Gaskraftwerke werden einen wesentlichen Anteil haben an einem ja, vollständig regenerativen Energiesystem. Einmal, weil sie in der Lage sind, sehr schnell auf die volatile Energieerzeugung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu reagieren. Jetzt muss man natürlich in einem dekarbonisierten Energiesystem darf kein Erdgas mehr, also kein fossiles Erdgas verbrannt werden. Das Konzept bei den Gaskraftwerken ist dann, dass synthetisches Gas oder synthetisches Erdgas verwendet wird, welches dann verbrannt wird. Dieses synthetische Erdgas wird erzeugt über das Power-to-Gas-Verfahren. Das heißt, man nimmt überschüssigen Strom aus Photovoltaik- und Windanlagen und erzeugt in einem mehrstufigen Prozess aus Kohlendioxid Methan, also hat erst erzeugt als Wasserstoff durch die Elektrolyse von Wasser und mit dem Wasserstoff und dem Kohlendioxid lässt sich dann in einem zweiten Schritt ließe sich Methan erzeugen. Dieses Verfahren, dieses Power-to-Gas-Verfahren ist nach jetzigem technologischen Stand noch recht, ja, oder hat einen sehr niedrigen Wirkungsgrad. Das heißt also eine Wiederverstromung des synthetischen Erdgases ist nicht wirtschaftlich darstellbar. Das lässt sich jetzt technisch umsetzen, aber aus wirtschaftlicher Sicht macht das derzeit keinen Sinn. In einem künftigen
dekarbonisierten Energiesystem lässt es sich wirtschaftlich aber umsetzen, insbesondere da man Speichermöglichkeiten braucht, wenn Photovoltaikstrom und Windstrom im Überfluss vorhanden ist, man also zu viele Photovoltaik und Windstrom hat, der Bedarf gedeckt ist, und wenn auch alle Batterien voll geladen sind, Pumpspeicherkraftwerke als weitere Energiespeicher, ist die dritte Stufe als sogenannte saisonale Speicher, das Power-to-Gas-Verfahren, um synthetisches Erdgas zu erzeugen, was dann in das Erdgasnetz, was europaweit vorliegt, eingespeist werden kann, um dann in Gasturbinenkraftwerken wieder verbrannt zu werden. Und zwar, das ist das Entscheidende, klimaneutral. Also von daher werden Gaskraftwerke in einem künftigen Energiesystem eine sehr zentrale Rolle spielen, weil sie einfach emissionsfrei in der Bilanz aus dem synthetischen Erdgas Energie erzeugen können, Strom und dann natürlich auch Wärme über sogenannte Blockheizkraftwerke. Da sind also viele Anwendungsmöglichkeiten denkbar und auch technisch umsetzbar, was also zeigt, dass Gaskraftwerke im Gegensatz zu den konventionellen Dampfkraftwerken eine große Rolle in künftigem Energiesystem spielen werden.